Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Tomodachi Live. Fotografen anwesend, das haben wir im letzten Part gemacht. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um Probleme. Im letzten Part war es ja so, dass Pauline sich mit Cranky Kong verliebt hat. Und da sind die, da ist das glückliche Pärchen. So, Rihanna, mit wem willst du denn befreundet sein? Na, sag mal schon. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. Ich habe gehört, dass Dixie mit mir befreundet sein will. Oh, ist doch schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Jojo, kannst du machen. Ja, verstehen sich natürlich wieder super. Rihanna plus Dixie. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Boah. Lied Pop passt natürlich zu Rihanna. Hier, bitteschön, sing mal das schöne Lied. Umbrella, Umbrella, it's under Fabella. Keine Ahnung. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Reisegutschein, Dankeschön. Okay. Eilmeldung. Da viele Bewohner von Yucanin so gern singen, findet in der Konzerthalle ein Casting statt. Jetzt können Bewohner, die die gleichen Lieder kennen, Gruppen bilden und gemeinsam auftreten. Wir möchten sowohl Anfänger als auch Profis, die einfach gern auf der Bühne stehen, dazu motivieren, ihre eigene Gruppe zu bilden und andere von ihrem Talent zu überzeugen. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube, Pop habe ich schon jemanden gegeben gehabt, kann das sein? Und deswegen gibt es jetzt Bands. Ja, Band gründen. Die zu zweit. Ja, wie soll die Band heißen? Umbrella. Ja, ja. Song erstellen, editieren, Song erstellen. Sommerdiät. Von heute an mache ich Diät, bla bla bla. Ja, da sehen wir uns gleich wieder. Oh yeah. Natürlich speichern. Geiles Lied wieder mal. Auftreten. Ich kann ja noch mehr erstellen, gell? Achso, nee, ich kann nur dieses Lied bearbeiten. Aber ich mach dazu nichts. Ereignis, nee. Frauentreff. Oh. Ich hab neulich so ein echt lautes Lachen aus dem Apartment von Mario. Natürlich lästern die wieder. Oh, ich glaube, das hab ich auch gehört. Ich hab gehört, Creme Brûlée ist besonders gesund in einem Glas mit Eiswürfeln. Im Ernst? Ich glaube, ich hab ein wenig zugelegt. Natürlich. Natürlich, sowas sind Frauenprobleme.
Ja gut, lassen wir es jetzt sein. Wir haben es verstanden. Kaffee. Reden die mal über was anderes? Es ist Fakt, dass Pauline in letzter Zeit echt heiß aussieht, oder nicht? Ja, ja. Wirklich? Sie kleidet sich totschick. Ja, okay, okay. So, dann gehen wir jetzt Apartment. Das hier müsste eigentlich bald der Fall sein, dass wir das bekommen. Ein Reisender baut ein Zelt. Ja gut, wir haben eigentlich noch andere Ziele, so. So, Wendy ist hier. Welche Probleme... Ah, wir haben bald das. Zwei Probleme muss ich nur noch lösen. Joker hat gerade geboxt. Wo ist der Sonntag hin? Den kannst du nicht einfach irgendwo verschwinden lassen, mein Freund. Ich möchte Obst essen. Obst! Oh. Obst, Obst, Obst. Was willst du denn alles immer? Du willst viel zu viel. Aber Obst ist Grapefruit, ist ein Obst, ne? Ja, ja, doch. Ist eine Frucht, aber ist halt Obst. Ah, das mag er. Grapefruit ist echt geil. Mag ich auch, ist sehr erfrischend. So, da boxt er. Ich liebe das Boxen, das ist so geil. Da boxt der Typ. Sei doch ruhig. Nee, Wendy hat ein Problem. Was hast du denn für ein Problem? Hat sich eure Band aufgelöst oder was ist da los? Oder hast du dich in Stan verliebt? Wobei Stan ist noch gar nicht eingezogen. Weißt du, ich bräuchte ganz dringend 72 Euro. Gibst du mir Kredit? Das können wir auf jeden Fall geben. Wir haben genug Geld. Im Ernst? Ja, ja, kannst du haben. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir. Das Was willst du denn kaufen? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ja, was will die denn? Was kauft die denn damit? So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall was Neues. Zack. Eilmeldung. Eilmeldung. Wenn ihr Fotos mögt, dann wird euch das hier gefallen. Auf Jokanien wurde das Fotostudio eröffnet. Im Fotostudio kannst du natürlich auch Paar- oder Gruppenfotos machen lassen. Außerdem kannst du dort alle Inselbewohner für ein Gruppenfoto zusammenkommen lassen. Schnapp dir also deine besten Freunde, Freundinnen und deine Familie und bring sie alle mit ins Studio. Alle aufgenommenen Fotos werden auf der SD-Karte gespeichert. Natürlich kannst du dir die Fotos direkt im Studio anschauen, aber an einem PC geht es auch, wenn du einen hast. Danke fürs Zuschauen. Okay, also ich will die Fotos mal gerne testen. Fotostudio, mach Bilder von den Einwohnern und schau dir diese Bilder an. Okay, was ist das aber genau? Fotos annehmen. Ja, ja, Fotos aufnehmen. Alle Einwohner, maximal 9 Personen. Paarfoto, da machen wir jetzt erstmal... Ah, hier kannst du alles... Ja, das sieht schön aus. Ein Paarfoto. Da passt natürlich Pauline... Plus Cranky rein. Sehr schön. Kann ich die Fotos jetzt ansehen? Oh, sieht nicht schlecht aus. Cranky ist halt immer so schüchtern irgendwie, kommt es mir so vor. Ja, die anderen Sachen gucken wir uns schon noch genauer an. Ja, Fotograf anwesend, alles klar. Jetzt gucke ich mal ein paar Probleme an. So, Rihanna. Boom, was hast du für ein Problem? Guten Tag. Ja, moin, Digga. Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Scheiß Anti-Gemüse. Ja, das passt zu dir. Anti-Gemüse.
Gut, Dixie. Was geht? Ist heiß heute, nicht? Ja, 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 es ist heiß, aber die Fliegen nerven mich noch mehr. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Lässiges. Lässig! Ja, komm, wir kaufen für dich was. Lässig. Ja, komm, ich kauf dir das, ja. Es wird dir schon gefallen irgendwie. Bitte schön, Ballettoberteil. Ist lässig. Jetzt sieht sie wenigstens wie so ein normaler Mensch aus. Naja, gut. Was machst du da? Was? Hat die Schluck auf? Kann das sein? Hast du Schluck auf? Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Ja, hatte sie. Ich glaube, ich verhungere gleich. Ja, okay, chill. Hier ein Lachs. Den Teller gleich mitschlucken. Ja, es gefällt dir natürlich. Lachs ist geil. Aber halt auch ziemlich teuer. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ein Badeset. Ja, es könnte der ein oder andere mal hier vertragen. So, wenn jetzt nichts los ist, dann ziehe ich natürlich jemand Neues hier ein. Und zwar keinen geringeren als Stan Marsh. Kein geringerer. Stan Marsh. Und ihr könnt euch schon denken, wenn ich dann danach einziehen lasse, werdet ihr dann schon noch sehen. So. Ich bin Stan Marsh. Ich bin Stan Marsh. Ich bin Stan Marsh. Alle nennen. Ich bin Stan Marsh. 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 Ich bin So, wird es ausgesprochen? Stan. Ich bin Stan Marsh. Alle nennen mich nur Stan Marsh. Stan. Stan. Ich bin Stan Marsh. Alle nennen mich nur Stan Marsh. Stan. Stan Marsh, aber das geht ja nicht. Stan. Wie willst du Stan? Stan. Ja, mit D. Stan. 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 Jetzt sagt er es endlich mal richtig. Schnell. Nee. Ich habe keine Ahnung. Relativ langsam. Direkt ist es... eher sanft. Eher kühl. Denkweise ist... relativ sorglos. Relativ normal. So ungefähr ist Stan. Gemächlich, entspannter, lockerer Typ, lebt ohne Hektik in einem eigenen Tempo. Macht sich allerdings auch über vieles Sorgen. Das stimmt eigentlich. Doch, das passt. Stan Marsh. Wer spielt denn da wie you? David und Cranky. Und Cranky hat gar nichts in der Hand, Alter. So, schauen wir mal kurz die Rangliste mal an. Die interessiert mich gerade wirklich. Der tolle Jungsrang.
Ja, eigentlich wäre ich hier auf Top 1, aber gut, Cranky, gönne ich das schon. So, Ereignis. Der zentrale Platz mit seinem Springbrunnen. Okay. Also es gibt nichts Neues. Warte mal, Möbelhaus gab's auch nichts Neues. Wofür hat jetzt eigentlich Wendy ihr Kredit ausgegeben? Kann ich das irgendwie von ihr rausziehen, was sie gekauft hat? Sieht nicht so aus, als hätte sie was Sinnvolles da gemacht. Hat sie gerade gefurzt? Hast du gerade gefurzt? Wendy, hast du gerade gefurzt? Aber auf jeden Fall, dein Lieblings-Stan ist da. Guten Tag. Filmartikel und sowas finde ich eigentlich nicht besonders toll. Okay, Fanartikel ist eigentlich okay. Solange man es nicht übertreibt. Joker auf der Arbeit. Was machst du da? Du Spasti. Was macht der da, Alter? So, Remke, du bist nicht beliebt, habe ich gehört. Was ist los? Guten Tag. Du siehst hungrig aus. Eigentlich nicht. Ich habe gerade was gefressen. Wobei, habe ich eigentlich gar nicht, oder? Doch, habe ich. Gut, er findet Fabian unglaublich lustig. Das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Was ist mit David? Guten Tag. Extrem lustig. Sind das noch keine besten Freunde? Okay. Vienna, hast du schon welche Bekanntschaften gemacht? Ich glaube schon. Hallo. Ja, sie mag mich. Findet alle drei lustig. Okay, cool. Gut, dass ihr euch so versteht. Aber es gibt ja keine Probleme zurzeit. Also, gibt jetzt nicht wirklich was zu machen. Das war's auf jeden Fall für diesen Part. Stan Marsh! Der wackelt mit seinem Kopf hier so richtig. Das war's für diesen Part von Tomodachi Life. Das war jetzt mein kürzerer Part, aber ist okay, weil der andere eher 37 Minuten lang war. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part.